Was war das Highlight so der letzten 5 Tage? Zarella? Nee? Nee? Ich sag mal so, noch nie war ein FDP-Parteitag so unterhaltsam und auf seine eigene Art und Weise sehr gerecht. Er hat auch auf die strittigen Punkte in der Ampelkoalition Bezug genommen, auf das, was gerade aktuell diskutiert wird. Das ist ein bisschen platt. Das können wir das noch einmal sehen, bitte? Noch einmal. Kann ich das noch einmal sehen? Er hat auch auf die strittigen Punkte in der Ampelkoalition Bezug genommen, auf das, was gerade aktuell diskutiert wird. Das war eine Rückhand. Ne? Ich als alter Tennisspieler würde sagen, das war ganz klar eine Rückhand mit leichten Topspin, ne? Ja. Im Grunde hat Nicola Beer den Will Smith bei ihrem Chris Rock Lindner gemacht hier, ne? Nur untenrum. Ich sag mal so, wenn das Zufall war, wenn das wirklich Zufall war, dann will ich mich jetzt festlegen, es gibt einen Gott. Schiffe ich auch den Spruch hier, machen, was wichtig wird. Hat sie gemacht. Hat sie richtig gemacht. Ja. Ich kann mich da gar nicht richtig dran satzen, muss ich Ihnen sagen. Das ist schon gut. Ja, es stimmt halt alles, ne? Es stimmt alles. Das ist wirklich das perfekte Timing. Sowas kannst du nicht nachstellen. Weißt du, sie patsch im richtigen Moment, ne? Das ist schon fast. Ich finde, da ist eine gewisse Harmonie. Finden Sie nicht? Finden Sie nicht? Moment. Ja? Kronjuwelen. Wegen Krönung demnächst. Ich finde sogar, es hat was Graziöses. Ja? Achten Sie mal ganz genau auf dieses balletthafte Miteinander. Ja. Das ist grandios. Das ist gute Unterhaltung. So, wir wollen uns hier aber nicht lustig machen. Lieber Christian, ich fühle deinen Schmerz. Ich bin bei dir, Bruder. Und deshalb. Nimm meinen Tipp, es ist ganz, ganz wichtig, damit das keine blauen Flecken gibt. Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Ja. I feel you. Das ist wichtig. Mir ist an der Stelle aber wirklich wichtig, dass Chrissy Lindner weiß, wir sind auf deiner Seite, ne? Man sollte sich nicht lustig über ihn machen, weil der hat Freunde. Der hat Freunde. Der hat Freunde. Wie zum Beispiel hier Marco Buschmann, unseren Justizminister. Und ich möchte, Christian, du hast dich bei so vielen Menschen hier bedankt. Aber ich finde, es gehört zum Anstand auch dazu, dass wir uns einmal bei dir bedanken, dein, was du ertragen musst. Was du ertragen musst an persönlichen Angriffen. Das muss keiner von uns. Und du hast mal gesagt, wenn einer von uns angegriffen wird, dann bekommt er es mit allen zu tun. Und jeder, der Christian Lindner angreift, der sollte es mit uns allen hier gemeinsam zu tun bekommen. Boah! Alter, ey, was ist mit der FDP los? Ist das hier der Abu-Shaka-Clan des freien Marktes oder was? Ja, was musste denn Christian Lindner denn bitte aushalten? Außer... Mein persönliches Highlight war aber die Rede von Hajo Siegmann. Der hat die 3 großen Regeln einer gelungenen Rede sehr gut beherzigt. Witz und gutes Timing. Und um allen zu sagen, wir haben in Deutschland seit über 75 Jahren, seit 35 2 Gasnetze Wasserstoff. Die werden seitdem, ohne dass es irgendwelche gab, betrieben. Es gab keine Probleme. Danke. Was?
Wahnsinnsabgang, oder? Wahnsinnsabgang. Also erstmal, du willst zuhören, du willst verstehen, was er sagt und denkst, ich komme nicht mit. Dann zwischendurch hat er auch noch gefaked, als würden die Mikrofone ausfallen, ne? Und als er gemerkt hat, es reicht nicht, ja, tschüss. Am Schluss hat er sich selber so genervt, dass er sich rausgeschmissen hat. Das musst du erstmal schaffen. Und ich glaube, sein Ausspruch wird der neue Slogan der FDP. Es gibt keine Probleme, danke, tschüss. Auch interessant bei diesem Parteitag, viele scheinen erst beim Reden halten, das Reden halten zu lernen. Sehr interessant. China bereitet damit Russlands neoimperialistischen Vorhaben wie sagt man das denn? Also, China öffnet damit Tür und Tor für Russlands Neoimperialismus. So wird ein Schuh draus. Ja, schön, ne? Fast hätte er beim Referat verkackt, du. No. Immer dran denken. Fremdwörter nur benutzen, wenn man sie kann. Ganz, ganz wichtig. Ne? Und wenn es einfach geht, nicht kompliziert machen. Nicht kompliziert machen. Und man sollte immer wissen, was man sagt und wer man ist. Und auch unsere Bildungsministerin, die zum Beispiel jetzt mit dem Startschuss für die Talentschulen auch anfangen möchte, unsere Schüler, die das benötigen, auch zu unterstützen. Ich bin selber Politikerin. Oh, das ist der Fachbegriff. Das ist eine sehr lange Visitenkarte. Politikerin. Ich war doch was mit Bildungsdings. Wie heißt das nochmal? Politikerin, das war's.